hier zu sein, obwohl ich die letzten 15 Jahre im Otto-Braun-Saal war, in der Staatsbibliothek, bin ich froh, dass ich dieses Theater hier gefunden habe. Ich finde, es ist ein sehr schönes Theater und auch ein sehr traditionsreiches Theater. Und heute ist nun die erste Aufführung von 18 Aufführungen, also 3 Wochen bin ich hier. Und ich bin das irgendwie so gewohnt und möchte das auch so beibehalten. Wenn Sie gestatten, erlauben, dann würde ich heute die Vorstellung gerne mit einem Gebet beginnen. Lieber Gott, nimm es hin, dass ich was Besonderes bin. Und gib ruhig einmal zu, dass ich klüger bin als du. Preise künftig meinen Namen, denn sonst setzt es etwas. Jetzt haben Sie natürlich gedacht, das ist ein Gebet von Eugen Drewermann gewesen. Aber es ist 100% Gernhardt. Ja, ich kenne Gernhardt seit Mitte der 80er Jahre, weil ich zu dieser Zeit Autor bei 2001 war und die haben meine Kinderkassetten verkauft. 100.000 Stückweise sind die in die bundesrepublikanischen Kinderzimmer gewandert. Und dann wollten die mir was Gutes tun und haben mir ein Buch geschenkt. Und zwar ein Buch, das heißt Wörthersee und stammte von einem Autor namens Robert Gernhardt. Ich kannte weder das Buch noch den Autor, habe dann darin geblättert und fand das alles sehr komisch. Und habe dann öfters, wenn wir so Besuch hatten, abends meinen Freunden daraus vorgelesen. Und wir hatten nicht nur an dem Bier Spaß, sondern auch an den Gedichten. Und dann habe ich irgendwann gedacht, naja, da könntest du eigentlich so ein Bühnenprogramm draus machen und habe dann beim Verlag gefragt, wo der eigentlich wohnt, der Gernhardt, und auch, ob sie eine Telefonnummer hätten. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, dass ich Lutz Görner heiße und dass ich gerne seine Gedichte auf der Bühne vortragen würde und ob er was dagegen hätte. Und da hat er gesagt, nö, das sei eine gute Idee. Auf die sei aber noch niemand gekommen. Und ich soll noch mal zu ihm nach Frankfurt kommen und dann könnten wir uns über das Ganze unterhalten. Und dann bin ich dann dahin gefahren und dann hat er mich aber nicht bei sich zu Hause empfangen, sondern in seinem Studio. Das hatte er sich gerade eben gekauft. Das war eine ganze Etage in so einem alten Mietshaus in Frankfurt. Ein wunderbar schönes, großes Teil und sehr, sehr teuer. Und er war auch unheimlich stolz darauf. Und er konnte sich das leisten, weil er gerade eben so einen ganzen Haufen Geld bekommen hatte für das Drehbuch, das er für den ersten Otto Waalkes-Film geschrieben hatte. Und dann saßen wir da und haben uns über das Programm unterhalten und haben dann so eine Abfolge ausgeschnapst. Da gibt es eine Ode von ihm, die heißt Spaßmacher und Ernstmacher. Die besteht aus vielen Versen und die haben wir benutzt als roten Faden und haben dann haben die Verse ein bisschen auseinandergeschoben und in die Zwischenräume Gedichte gepackt, die mit diesen Versen was zu tun hatten. Und dann hat er noch das Plakat gemalt und dann bin ich mit meinem Pianisten Stefan Schleiner, den Sie heute Abend auch noch kennenlernen werden, damals 1991 war das, auf Tour gegangen. Über 100 Aufführungen haben wir gemacht mit seinen Texten, aber die Menschen, die kannten damals Robert Gernhardt noch nicht so richtig. Also wir hatten nicht so wahnsinnig viel Publikum. Jetzt haben wir ja richtig viel Publikum. Und da konnte Robert Gernhardt noch fragen, was weiß das Stachelschwein von mir? Danach befragt, schweigt's erst, dann spricht's von Gernhardt. Tja. So gut wie nichts. Nee, wirklich. Oder war da doch was? Herr Mäh.
Heinrich Heine zusammen am 13. Dezember Geburtstag hat. Allerdings ist er 140 Jahre nach Heine geboren. Und damit wissen Sie, wann das war. Denn als Bildungsbürgerinnen und Bildungsbürger braucht man das ja nicht noch zu erwähnen. Und wenn Sie jetzt 1797 plus 140, ne, dann sind wir bei 1937. Und in dem Jahr ist Robert Gernhardt geboren, in Reval in Estland. Reval heißt heute Tallinn. Und die Familie Gernhardt, Vater, Mutter und drei Söhne, gehörte zur Minderheit der Baltendeutschen dort. Der Vater war Richter, und wie das sich für einen Richter dieser Zeit gehörte, war ein strammer Nazi und hat dann bis zum Ende des Krieges dort in Estland das Deutsche Reich verteidigt. Dabei ist er gefallen und die Mutter ist mit den drei Söhnen in den Westen geflohen, nach Göttingen. Dort hat Robert Gernhardt Abitur gemacht, hat dann studiert, Malerei, auch hier in Berlin, so wie Heinrich Heine studiert, und hat Germanistik studiert und ist dann 1964 in Frankfurt am Main hängen geblieben. Denn da gab es die Zeitschrift, für die hat er gearbeitet und die hat ihm dann so seine Miete bezahlt und sein Essen. Und dann hat er in Frankfurt gelebt bis zu seinem Tod im vorigen Jahr, seinem viel zu frühen Tod. Mit 68 Jahren ist er an Darmkrebs gestorben. Und er hat dort in Frankfurt am Main als Maler gelebt, als Zeichner, als Cartoonist, aber auch als Theoretiker der Malerei. Er war immer auch in allen Dingen an der Theorie interessiert, auch in der Literatur war das so. Er kannte sich mit den Formen wirklich sehr gut aus. Und hat Theaterstücke geschrieben, Romane, Kurzgeschichten, Essays, eben theoretische Werke und Gedichte. Und in diesem Zusammenhang müsste ich Sie eigentlich fragen, haben Sie was mit Kunst am Hut? Ja? Ja? Ja, gut. Denn ich möchte Ihnen allen etwas auf den Wecker fallen. Kunst ist was? Das. Kunst, das meint vor allen Dingen anderen Menschen Freude bringen und aus vollen Schöpferhänden Spaß bereiten, Frohsinn spenden. Denn die Kunst ist eins und zwar heiter. Und sonst gar nichts, klar? Ob das klar ist, sie ist heiter. Heiter und sonst gar nichts weiter. Heiter ist sie. Wird es bald? Heiter! Haben Sie das geschnallt? Oh, naja, gut. Gehen wir mal davon aus, Sie hätten das geschnallt, damit es weitergehen kann. Ich meine, Robert Gernhardt, hat das nicht so auf die leichte Schulter genommen mit der Kunst. Er hat immer wieder um seine Kunst gerungen. Und dieses Ringen um diese Kunst, das hat er in einem seiner Meisterwerke bilanziert. Und er hat dieses Gedicht genannt, Die Bilanz. Ich, der Dichter, nehme mir vor, mein Ringen endlich einmal auf den Punkt zu bringen. Setz mich hin und denk, ich will mein Ringen, um es endlich einmal auf den Punkt zu bringen, in drei Teile gliedern. In das Bringen, in den Punkt und last not least das Ringen. Überlege und mach einen Punkt nach Ringen. Seufze und lass mir einen Cognac bringen. Damit, denke ich, wären Punkt und Bringen schon mal klar. Jetzt fehlt lediglich noch Ringen. Ringen.
meine Güte, was meint Ringen? Sorry, Leute, ich scheint's nicht zu bringen. Ach, was soll's, ich lasse den Mut nicht sinken. Ich pfeife einfach auf das Ringen und beginne mit dem Trinken. Prost. Ja, das Trinken. Ich meine, Robert Gernhardt war ein Mensch wie ich und du. Und so hat es auch in seinem Leben immer wieder Zeiten exzessiven Drogenkonsums gegeben. Und die Folgen der Trunksucht, die hat er akribisch beschrieben in dem Gedicht mit dem Titel Folgen der Trunksucht. Seht ihn an, den Texter! Trinkt er nicht, dann wächst er. Misst nur einen halben Meter. Weshalb, das erkläre ich später. Seht ihn an, den Schreiner. Trinkt er, wird er kleiner. Schaut, wie flink und frettchenhaft er an seinem Brettchen schafft. Seht ihn an, den Hummer. Trinkt er, wird er dummer. Hört, wie er durchs Nordmeer keift, ob ihm wer die Scheren schleift. Seht sie an, die Meise. Trinkt sie, baut sie Scheiße. Da, grad rauscht ihr drittes Ei wieder voll am Nest vorbei. Seht ihn an, den Dichter. Trinkt er, wird er schlichter. Ach, schon fällt ihm gar kein Reim auf das Reimwort Reim. Ja, Eim. Wie Robert Gernhardt ausgesehen hat, mal ein Foto gesehen von ihm oder einer seiner zahlreichen Lesungen dabei gewesen oder wie auch immer. Aber wenn nicht, dann er hat sein Aussehen auch beschrieben. In einem Gedicht mit dem Titel Als er in den Spiegel sah. Seht mich an, der Fuß der Zeit trat mir meine Wangen breit. Also ich mache ja jetzt nur so, weil ich jetzt so tue, als wenn ich der Gernhardt wäre. Ich kann nicht sagen, seht ihn an, der Fuß der Zeit trat ihm seine Wangen breit, ist der Mann noch sauer mit Recht. Oder ich stehe hier und fuchtel rum und sage, seht euch an, der Fuß der Zeit trat euch eure Wangen breit. Nein, geht doch nicht. Also deshalb mache ich das jetzt hier so. Seht mich an, der Fuß der Zeit trat mir meine Wangen breit. Schaut mein Ohr, die vielen Jahre treten sind sonderbare. Ach des Kinds, es scheint zu fliehen, will die Lippen nach sich ziehen. Ach der Stirn, die vielen Falten drohen mir den Kopf zu spalten. Die Nase, oh wie vorgezogen, der Mund so seltsam eingebogen, der Hals so krumm, die Haut so rot, das Haar so stumpf, das Fleisch so tot. Nur die Augen, lidumrändert, strahlen blau und unverändert, schauen forschend, klar und mild auf, und aus dem Spiegelbild leuchten wie zwei Edelsteine. Sind das überhaupt noch meine? Es gibt ein Gedicht von Robert Gernhardt, das ist sehr bekannt. Das ist sehr bekannt, weil dieses Gedicht von den cleveren deutschen
immer dann, wenn sie anfangen, Sonette zu besprechen. Und mit diesem Gedicht, mit diesem Sonett, machen sie sich das Leben leicht, weil ihre Schutzbefohlenen dann anschließend Lust haben, über Sonette zu reden. Und dieses Gedicht, dieses Sonett, das ist ein wirklich, so wie es sein muss, gebautes Sonett. Und da kann man nichts dran aussetzen und daran kann man diese Form wunderbar erklären. Es hat allerdings einen sehr langen Titel. Das heißt, Materialien zu einer Kritik der bekanntesten Gedichtform italienischen Ursprungs. Sonette finde ich sowas von beschissen. So eng, rigide, irgendwie nicht gut. Es macht mich ehrlich richtig krank zu wissen, dass wer Sonette schreibt, dass wer den Mut hat, heute noch so einen dumpfen Scheiß zu bauen. Allein der Fakt, dass so ein Typ das tut, kann mir echt den ganzen Tag versauen. Ich habe da eine Sperre und die Wut darüber, dass so ein abgefuckter Kacker mich mittels seiner Wichsereien blockiert, schafft mir die Aggression auf den Macker. Ich tick ihm was als Arschloch motiviert. Ich tick es echt, ihm will es echt nicht wissen. Ich finde so nette, unheimlich beschissen. Langsam Musik hören wollen. Aber noch was anderes. Wollen Sie gerade noch mal schnell kurz wissen, was die Schwäne uns sagen wollen? Ja? Ja. Die Schwäne, jene edlen Tiere, mit denen sich Robert Gernhardt so gern verglichen hat. Die Schwäne sind ja das Synonym für die Dichtung, für die Dichter. Denken Sie nur an Hölderlin, ja? Die trunkenen Schwäne in der Hälfte des Lebens. Ja? Und da fragt uns Robert Gernhardt, was wollen die Schwäne uns sagen? Und da wir keine Antwort darauf wissen, gibt er die Antwort selber und sagt, wir leben und schweben. Wir kreisen und weisen, wir finden und binden, wir ketten und retten, wir halten und walten, wir schlichten und richten. Wir sind überhaupt ganz tolle Vögel, das wollen die Schwäne uns sagen. Jetzt kommt einer auf die Bühne, der heißt Stefan Schleiner. Stefan Schleiner wird Ihnen jetzt die berühmten Gernhardt-Variationen zu Gehör bringen. Diese berühmten Gernhardt-Variationen sollten Sie nicht mit den Goldberg-Variationen verwechseln. Denn die berühmten Gernhardt-Variationen sind Variationen aus dem Bereich der U-Musik und dem Bereich der E-Musik. U-Musik, das ist unterhaltende Musik und E-Musik, das ist ernste Musik. Das ist bei uns in Deutschland das ist eine saubere Sache. Da weiß man immer gleich, ob man das mag oder ob man das nicht mag, ob man das mögen darf oder nicht mögen darf. Und diese berühmten Gernhardt-Variationen, die haben natürlich wie alle Variationen einen Pferdefuß. Nicht? Sie wissen das, denn alle Variationen sind ja Variationen über ein Thema. Und wenn man das Thema nicht in der Birne hat, dann nützen einem die ganzen Scheißvariationen nichts. Da weiß man ja gar nicht, was da variiert wird. Ja? Und damit Sie nicht so blöd da rumsitzen jetzt heute Abend, wird er das Thema jetzt zweimal spielen. Sehr langsam. Aber dann nie
verschärften Moll-Variation an. Spaßmacher und Ernstmacher. Und damit der fangen wir jetzt mal an. Und da heißt der erste Vers: Seht, alles Ernste ist alt. Die Bücher, welche da reden von Gott und vom Anfang, sind alt. Und das Alte des Ernstseins adelt auch den, der noch heute uns ernst kommt. Aber der Spaßmacher hört, wie die Menge ihm noch den trefflichsten Witz mit den Worten »Der ist ja alt« verwandelt in Asche, gestrigen Schnee und dauernde Schande. Gut, fangen wir mal mit so einem alten Gernhardt-Gedicht an. Über 40 Jahre hat es schon auf dem Buckel und es hat aber auch was Biblisches. Also, es handelt sich nämlich um ein Gleichnis und Gleichnisse kennen wir ja nun zu Genüge aus der Bibel. Und so ist auch der Titel. Ein Gleichnis. Wenn da einer und er hielte ein frühgereiftes Kind, das schielte hoch in den Himmel und er bete, du hörst jetzt auf den Namen Käthe. Wer dieser nicht dem Elch vergleichbar, der tief im Sumpf und unerreichbar nach Halmen, Stauden, Wurzeln sucht und dabei stumm den Tag verflucht, an dem er dieser Erde Licht. Nein. Nicht vergleichbar? Leider nicht. Jetzt schon wieder. Was willst du denn? Nein, Stefan, nein. Ich sehe das überhaupt nicht ein. Nein, es geht mir nicht um mich. Im Vordergrund steht nicht mein Ich. Es geht mir um die Sache. Die Sache ist, ich fühle mich krank. Ich brauche einen Besenschrank und 99 Besen. Sowie 200 Liter Klops und 70 Kilometer Drops. Doch bitte handverlesen. Auch hätte ich gern die Kaiserkrone. Mit der will ich mich unten ohne am Weihnachtstag dem Volke zeigen. Dazu sollen 100.000 Geigen das Lied vom treuen Piepan spielen. Und alle sollen gen Himmel schielen, auf dem ganz groß geschrieben steht, dass es mir wieder besser geht. Vorausgesetzt, ich krieg das Zeug. Aus diesem Grunde bitte ich euch, euch ordentlich ins Zeug zu legen. Nicht wegen mir, der Sache wegen. Mann. Thank you.
Gott, wer bin ich denn? Und was soll ich hier auf Erden? Du bist Hugo Hefrakron und sollst Professor werden. Gott, ich heiße Friedel Feist und ich baue Computer. Ja, wenn du alles besser weißt, was fragst du dann, mein Guter? Sensationelle Supersauerei zeigen, die ich aus Dänemark mitgebracht habe. Du kennst es schon, ne? Etwas so Schweinöses, dass die Land vom Stühlchen fallen. Du kennst es, ne? Was ist überhaupt hier da drin, ne? Stell dir mal. Hast du mich da gekleidet? Wo ist das denn? Hier bin doch hier nicht. Ich hab das eben noch gehabt. Schade, schade. Sie hätten ja so einen Spaß daran gehabt. Nötig. Und manchmal ist es auch so, dass Trost alleine nicht weiterhilft. Da muss man auch noch einen guten Rat bekommen. Ne? Also mit anderen Worten, Trost und Rat, das ist irgendwie das Beste, was einen in der einen oder anderen Sache passieren kann. Das Irre jetzt, was jetzt wieder zu dem Gernert-Programm letztendlich führt, dass es ein Gedicht gibt von Robert Gernhardt, das heißt Trost und Rat. Ja, da hat er beides miteinander verbunden, Trost und Rat. Und da hat er gesagt, ja, wer wird denn gleich verzweifeln, weil er klein und laut und dumm ist. Jedes Leben endet. Leb so, dass du, wenn dein Leben um ist, von dir sagen kannst, na wenn schon, ist mein Leben jetzt auch
war klein und laut und dumm. Ist doch was, oder? Bitte Sie, sag mal, spiel das doch noch mal mit dem Schönberg da. Spaß machen und ernst machen, ne? Oder? Guckst mich so, du guckst mir, was murmelst du denn jetzt wieder? Ja, ich meine, du musst, ich mache jetzt weiter, einfach, ich mache jetzt mit dem zweiten Vers weiter. Und der handelt von so ganz kleinen Leuten, also von Anfängern. Und lautet, wenn um die Wiege sich sammeln des Winzigen die Ernsten, also wenn Sie mal so eine Satzkonstruktion haben, ne, da können Sie sicher sein, das ist eine Ode. Das ist 100% eine Ode. Kann gar nichts anderes sein. Also wenn um die Wiege sich sammeln des Winzigen die Ernsten und wenn er sie ankräht, ja, dann lachen auch sie. Doch welch seltsames Lachen wird ihm zuteil da. Voll Milde, voll Tücke. Mild belächeln die Ernsten des Lustigen schuldlose Lust. Lach nur so weiter. Tückisch verlachen sie ihn. Na warte, noch bist du nicht wie wir, doch du wirst so. Thema im Werk von Robert Gernhardt, das hat er immer wieder bearbeitet. Eine Problematik, die er immer wieder problematisiert hat, und zwar die Problematik Vater und Sohn. Und diese Vater und Sohn-Problematik hat ihn einfach nicht losgelassen, obwohl er selber gar keine Kinder hat. Aber er hatte natürlich diese ungeheuerliche Imaginationskraft und konnte sich auf diese Weise in die Rolle des Vaters hineindenken. Und ich werde Ihnen jetzt einmal drei Gedichte vortragen, die alle drei den Titel tragen, Vater und Sohn. Wie heißt du denn, mein blauäugiges Kind? Ich? Ja, wie heißt du denn, mein Liebling, so jung? Ich heiße, glaub ich, Havemeyer. Ja, ich heiße Havemeyer, glaub ich. Und heißest du, glaub ich, Havemeyer, so bist du mein Sohn, mein Liebling, so jung. Denn auch ich heiße, freu dich, Havemeyer. Ja, ich heiße Havemeyer, freu dich. Und heißest du, freu dich, Havemeyer, so bist du nicht mein Vater, du Sack. Mein Vater heißt nämlich Friedrich, nicht Freudig. Und ich bin dein Sohn Kurt. Ja, ich bin dein Sohn Kurt. Ja, das mag ja sein, aber sag mir, mein Sohn, kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Zitronen? Im dunklen Laub die Goldorangen blühen. Goldorangen? Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht. Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht. Lorbeer! Kennst du es wohl? Es wohl? Ein Land dieses Namens gibt es nicht, Vater. Du meinst wahrscheinlich España, ne? Ja, ja, bin kurz daneben. Aber sag mir, was möchtest du eigentlich sein, wenn du groß bist? Ich? Ja, was möchtest du sein, wenn du groß bist, mein Sohn?
dann möchte ich gern ein Professor sein. Ein Professor möchte ich sein, Vater. Du wirst aber nie ein Professor. Ein Professor wirst du nie, mein Sohn, weil du dazu zu dumm bist, verstehst du? Dir fehlt es ganz einfach da oben. Und werde ich nie ein Professor, so werde ich doch General, mein Vater. Nur sag mir, wo oben fehlt was mir, mein Vater? Und wer ist zu dazu, du dumm? Wo oben fehlt was mir, mein Vater? Und wer ist zu dazu, du dumm? Bitte? Und wer ist zu dazu, du dumm? Marschmusik macht mir zu viel, das Schach zu wenig Krach. Ja. Kommen wir wieder zu dieser Ode zurück. Hart, hart ist das Ernstsein, denn eiserne Knochen, Krankheit und Tod und ach, Leiden der Seele geben Gewicht ihm und Stütze. Nimmer kann selbst der bissigste Witz diesen Brocken, starrend von Blut, von Schweiß und von Tränen, prall bis zum Bersten, voll Schmerz, voller Grausen verschlingen. Noch kann er ihn wie denn verdauen, kann also nichts. Nun, der Witz kann diesen Brocken verarschen. Ich habe gehört, man sage, dass der Papst das nicht gern sehe.
Lieber Dieter, ich verstehe, was der meint, ist mir ja. Dieser Herr, der kann mich mal. Er, der jeden Morgen tonnenweise ungebrauchte Nonnen schon zum Frühstück. Alles klar. Kann ich doch mal den Altar schänden? Aber liebet gern, und falls euch Gott den Herrn lästern will. Du, vergesst, wie es für heute muss zum Essen. War nur ein Vorschlag. Tschüsschen, Dieter. Ciao, bis dann dann, Inquisitor. Alles klar. Zweite Verarschung. Der Befehl. Jetzt wird geflohen. Und zwar nach da. Da steht der Feind. Der Feind? Oh ja. Dann fliehen wir in seine Reihen. Das flößt ihm sicher Schrecken ein. Wie kann man nur so blöd sein? Dritte Verarschung. Erlebnis auf einer Rheinreise. Fuhr durchs Rheinland, kam nach Kaup, sah dort einen sitzen, weinte der Frau Wiesch. Warum? Sagt er, um sein Mützen. Hat er gar kein Mützen auf? Fragt ich, wie das denn? Sagt er, grad kam ein Pferd, sah mein Mützen fraß denn. Sagt ich, ihr, nimm meinen Hut. Sagt er, tut nichts nützen. Ich bin doch kein Hut der Welt. Ich bin nur mein Mützen. Fragt ich, ob ich's glauben sollte. Schrie er, aber sicher, bist ja bloß Napoleon, doch ich bin Marschall Blücher. Seid mal schön. Vierte Verarschung. Die kaiserliche Botschaft. Heißen Bären, womit wir schon beim Thema wären. Den Bären ist ab heute verboten, bei Tag zu mähen und zu schroten, so wie das Schroten und das Mähen bei Nacht, weil sie dann eh nicht sehen. Thank you.
Turnen schreiten sie streng. Doch es ehrt sie die Menschheit, weil sie so streng sind. Nur ernstestes Schreiten leitet uns Menschen zum höchsten der Ziele, zum Sinn. Rattenhaft aber folgen die Spaßer und hurtig den Zug, denn sie wittern begierig das, was seit Alters bei jeglicher Suche nach Sinn für sie abfällt. Den Unsinn. Das wollte ich jetzt mal überprüfen. Also das muss jetzt einfach mal überprüft werden. Und das geht nicht so. Und deshalb muss ich jetzt, um diese Überprüfung vollkommen werden zu lassen, diese Handschuhe anziehen. Ich muss überhaupt einige Sachen jetzt anziehen. Ich muss auch diesen Schal anlegen, denn es geht um nichts Geringeres jetzt bei dieser Prüfung des Unsinns als um das Thema schöne Frauen. Nicht? Bitte, Herr Kapellmeister. Schöne Frauen, die haben immer recht. Sie mögen zwar böse sein, doch sie sind nie schlecht. Schöne Frauen und schlecht, das wäre ja noch schöner. Schöne Frauen, die tun nicht immer gut, jedoch allein ihr Anblick, wie gut der tut. Es gibt nichts Schöneres als den Anblick von schönen Frauen. Schöne Frauen, die sind das Schönste auf der Welt, und wir Männer sind der Mond, der den Hund anbellt. Dass wir uns auch an den letzten Rest der Stadt rauben, ist das Allerschönste an schönen Frauen. Schöne Frauen, wer möchte sie nicht immer sehen? Doch bleiben schöne Frauen, Gottlob, nicht immer schön. Dann wird man mal 3-4 Worte über den Charakter dieser Biester verlieren dürfen. Bis dann aber heißt es, schöne Frauen, die haben eben Recht und zu retten und so fort. Nicht nur, meine Damen und Herren, schöne Frauen, euch. Ne? Sie sind Herwefer, ne? Ja. Hab ich doch gewusst. Der Herwefer. Sagen Sie, Herwefer, gut, dass Sie da sind. Sagen Sie mal, Herwefer, kennen Sie den Satz, der Weg, ich soll es so sagen, der Weg ist das Ziel. Kennen Sie das? Ja. Ja? Wenn Sie das kennen, Herr Wefel, dann wissen Sie auch, was ich meine, wenn ich sage, dass für mich, also für mich persönlich, ne? Dass für mich persönlich, wenn ich das mal so sagen darf, der Orgasmus heutzutage nicht mehr so wichtig ist. Nein. Ich stehe mehr auf das, was vor der Orgasmus kommt. Dem, wie heißt es, zahmend? Ficken. Herr Wefel, sind Sie doch nicht so ordinär, Mann! Wer hat denn hier von Ficken die Rede hier gehabt? Ich habe Ihnen gesagt, ob Sie wissen, was der Weg, ob das Ziel ist. Ach, ich meine, ich bringe mich ja ganz durcheinander, Herr Wefel. Ich wollte doch nur sagen, dass für mich persönlich, das viel interessanter ist, was vor der Orgasmus kommt. Ich komme nur auf das scheiß Wort nicht. Mann, wie heißt es denn nur? Ach so, ja, dem Trinken. So, Wefel, komm. Wefel, spiel das Säuferlied, ja. Getrieben in die Schenke trinkte.
Hause, da können Sie natürlich diverse Sachen machen. Essen, trinken, sonstiges. Sie können aber auch zu Herrn Wefel kommen. Und bei Herrn Wefel, da liegen so kleine Karten. Und da können Sie Ihre E-Mail-Adresse draufschreiben. Und wenn Sie das täten, dann würden Sie von Herrn Wefel eine CD geschenkt bekommen und würden an einer Verlosung teilnehmen. In einer Verlosung, da geht es immerhin um 3 Wochenenden für 2 Personen in Weimar bei mir, wo ich wohne. Das heißt, Sie merken, uns liegt an Ihrer E-Mail-Adresse. Und wir versuchen, Sie mit allen Möglichkeiten zu bestechen. Und wenn Sie schon mal bei Herrn Wefel sind mit dieser E-Mail-Adresse, dann sind Sie auch direkt am Büchertisch. Und da sehen Sie dieses Buch, Wörthersee, mit dem meine liebe Süd Robert Gernhardt begann, schwer wie ein Ziegelstein. Und tausende Gedichte sind da drin, oder zehntausende. Und ein paar hunderttausend Bilder. Deshalb ist das so schwer, das Buch. Und es hat ein wahnsinniges Papier. Glatt. Auf dem Papier hört Schnittschuh auf. Und das ist im August gedruckt worden, extra für diese Tournee. Die 10. Auflage mittlerweile zu einem doch sehr mäßigen Preis. Und wenn Sie das alles nicht wollen in der Pause, dann geben wir Ihnen die Möglichkeit, über das Gedicht noch zu diskutieren, das Sie jetzt hören werden. Und in den Vorstellungen, die es jetzt gegeben hat von diesem Programm, haben sich auch dann in der Pause immer kleine Gruppen gebildet, teilweise von ganz wildfremden Leuten, die über dieses Gedicht sich nicht in die Haare gekommen sind, aber doch sehr angeregt diskutiert haben. Es heißt, es war ein schwerwiegendes Thema. Es handelt nämlich vom Leben. Und was haben wir mehr als das Leben? Vom Leben. Und Robert Gernhardt sagt in diesem Gedicht, dein Leben ist dir nur geliehen. Du sollst nicht daraus Vorteil ziehen. Du sollst es ganz dem anderen weihen. Und der kannst nicht du selber sein. Der andere, das bin ich, mein Lieber. Komm schon mit den Kohlen rüber.
und wärst gerne ganz ruhig, guter Freund, dann lerne, den Bereich der Dunkelheiten immer heiter zu durchschreiten. Das Erinnern, das Vergessen, stets zufrieden zu durchmessen. Dich, sowie das Ich des Andern, muntern Sinnes zu durchwandern. Und du strahlst eine Ruhe aus, die zieht dir die Schuhe aus. Geht doch, Erik. Wenn der Ernstbold uns fragt, immer spielt ihr und scherzet, und er fortfährt, ihr müsset, o Freunde, mir geht dies in die Seele, denn dies, und so schließt er gewaltig, müssen Verzweifelte nur. Wer wollte da widersprechen, die Frage gar gegen den Ernstbold richten? Du, der du niemals spieltest noch scherztest, warst du denn je glücklich? Die Verzweiflung ist groß, sie hat Platz für uns alle. Alltag. Ich erhebe mich. Ich kratze mich. Ich wasche mich. Ich ziehe mich an. Ich stärke mich. Ich begebe mich zur Arbeit. Ich wundere mich. Ich ärgere mich. Ich beschwere mich. Ich reiße mich am Riemen. Ich entschuldige mich. Ich beeile mich. Ich verabschiede mich. Ich setze mich in ein Lokal. Ich sättige mich. Ich betrinke mich. Ich amüsiere mich. Etwas. Ich mache mich auf den Heimweg. Ich wasche mich, ich ziehe mich aus, ich fühle mich sehr müde, ich lege mich schnell hin. Was soll mal aus mir werden, wenn ich mal nicht mehr bin? Unvernunft ist gierig, faul und geil.
Eier. Sechstens. Mein Körper kennt nicht Maß noch Dank. Er tut mir manchmal weh. Ich bring ihn trotzdem übern Berg und fahr ihn an die See. Siebtens. Mein Körper ist so unsozial. Ich rede, er bleibt stumm. Ich lebe ein Leben lang für ihn. Er bringt mich langsam um. Sie lässt mir seither keine Ruhe. Wie weiß mein Körper, was ich tue? Aber jetzt zum letzten Mal, mein Körper. Bisschen Ruhe brauche ich, ja? Ruhe. Ich horche in mich rein. In mir, da muss was sein. Psst. Ich höre nur Gax und Gix. In mir, da ist wohl nichts. Ja, in dieser Ode heißt es dann im mittlerweile sechsten Vers: Lachen, Lachen ist Lust. Jede Lust aber endet. Auch so ein Satz, der das Nicken hervorruft, der Köpfe der Ernsten, welche das Leben ja kennen. Was aber wissen die Ernsten vom Leben? Wissen doch nur, dass ihr Feuer erloschen. Wissen doch nur, dass ihr Fluss versiegt ist. Wissen doch nicht, dass ihr Wissen nur Lust macht, endlos zu lachen. Das ist eine kühne Behauptung, dass ihr Wissen nur Lust macht, endlos zu lachen. Das sollten wir überprüfen. Wir sollten dem Gernhardt nicht alles glauben. Wir können das überprüfen an einem älteren, gesetzten Ehepaar, August und Harriet. Und die beiden hatten die großartige Idee, an einem schönen Sonntagnachmittag ein Picknick zu machen, zu zweit. Ein Picknick, nicht irgendein Picknick, sondern ein Picknick in einem Boot auf einem See. Ein Sonntagnachmittag bei Strindbergs. Wahnsinn, Schreie, wildes Fluchen. August, da ist Gift im Kuchen! Irrsinn, Funkeln, Widerworte. Harriet, Irrsinn.
iss jetzt deine Torte. Keuchen, stöhnen, hartes Zischen. August, dich wird's auch erwischen. Schrecken, schwanken, grelles Lachen. Harriet, halt, sonst sinkt der Nachen. Wellen, spritzen, wirre Stimmen. August, tritt mich nicht beim Schwimmen. Gurgeln, schnappen, heiseres Beten. Harriet, du hast mich getreten. Aufschauen, aufstehen, bleiche Rufer. Seht, da ringt ein Paar am Ufer. Stutzen, setzen, leises Lachen. Och, die Strindbergs. Weitermachen. Sehr schön geworden und diejenigen von Ihnen, die mir ihre E-Mail-Adresse gegeben haben, die werden darüber auch informiert. Die anderen, die werden nie davon erfahren. Ja, so, jetzt haben wir das an diesen Strindbergs überprüft, dass das Wissen nur Lust macht, endlos zu lachen, aber das ist ja keine richtige Überprüfung, da muss man ja schon auch ein bisschen mehr überprüfen. Wir könnten das nochmal an Bertolt Brecht überprüfen, ja? Das Gedicht heißt Er nun wieder. Dann wieder heißt es, der Brecht habe zwar aber nicht gut. Sei doch ein reichlich einfallsloser Hacker gewesen, Typ Hahn, so rasch runter wie rauf. Aber diese ganzen Frauen dann, ne? Alle so schön und so klug und so viele. Ja, immer gleich drei auf einmal. Während es der Dritten noch besorgte, tippte die Zweite die Handschriften schon, Manuskripte, Gedichte des Tages, welche die Erste sogleich jubelnd im Saal vortrug, in welchen schon wartete die Vierte, die Fünfte, die Sechste. So liest man es doch dauernd. Dann wieder hört man, wo ist da nun Wahrheit? Ich meine, das muss ich doch feststellen lassen. Man hat doch ein Recht darauf zu erfahren, womit und wodurch und weshalb ihm die Frauen derart. Man soll doch von den Klassikern lernen, oder? Thank you.
Heinrich. Heinrich von Kleist. Kannst du mal die Ansage machen, ja? Die großen Monologe. Monolog des Prinzen von Hamburg, dem der Kurfürst soeben mitgeteilt hat, er dürfe nicht mehr, wie er wolle. Prinz? Wie? Dürfte ich nicht mehr, wie ich wollte? Ich wollte und dürfte es nicht. Dürft's nicht? Obwohl, ihr Götter, ich es wollt. Ich dürfte nicht mehr, wie ich wollte. Ich wollte ein Beispiel nur, eins unter vielen. Ich wollte beispielsweise dürfen. Und dürfte es nicht. Dürft, Himmel, dürfte nicht mehr dürfen. Wo doch der Hamster darf. Der Bilch, der Wombat, jedwede Kreatur, ja selbst die Haselmaus, sie darf. Darf, wenn der Sinn in danach steht zu wollen, sich rücklings von der Hügel höchstem rollen. Darf wachen, lesen, lange Briefe schreiben. Und hin und her durch die Alleen unruhig huschen, wenn die Blätter treiben. Sie darf und ich dürft's nicht und wollte ich's gleich wollen, mich von der Hügel höchsten. Dürft mich nicht, auch nicht von der Hügel kleinsten. Nicht mal mit den Augen, ich dürfte nicht mehr rollen. Ach, einstmals rollte ich so ungestüm, so ausgelassen durch des Schlosses Hof, der Mutter nicht des Schlosskaplans nicht achten und ihrer Warnung, treib es nicht zu rollen. Ich trieb es rollen und immer rolle und rollte. Doch was tät ich? Hat schon des Kurfürsts Machtwort meinen Sinn verfenstert. Bin ich schon nicht mehr in der Liege? Das, was die Brust mir sprengt, in Worten auszusägen. Kann ich schon nicht mehr, wie ich woll. Doch stoll, sei stoll, mein Mann. O schweige fortan, Zange, noch locht der Kurfürst, doch er locht nicht lange. Und ball dich, Faust, doch ball dich in der Tache. Zeig dich dem Kurfürst erst am Tag der Ruche. Roche. Rache! Wie aber wenn
und des Schlösses Aussicht, der Spaß und das Ernste, Schweres und Leichtes, so wie sich ausschließt Feuer und Wasser, Mensch und Schweinsein, Gott und Schlange. Es schweben die Schwerter über den Häuptern, es kommt zum Schwur für die Schwachen und Starken. Was also wollt ihr? Den Leichtsinn? Die Schwermut? Trefft eure Wahl. Der Rest ist Schweigen. Formulieren wollte, müsste man sagen, sprechen und schweigen. Sie erinnern sich vielleicht an diesen Zufall im ersten Teil des Programms, wo ich zu Stefan Schönberg sage, dass man oder sagte, dass man manchmal Trost und Rat braucht, und es gibt ein Gedicht von Gerner zu diesem Thema. Und es gibt ja solche Zufälle. Ich sage, dass der Rest unseres Programms aus Sprechen und Schweigen besteht, und es gibt ein Gedicht. Das heißt so. Sprechen und Schweigen. Ich meine, Sie haben das sicherlich auch in Ihrem Leben schon mal erlebt. Ich habe es, wann war es? Vorige Woche, ne? Als ich so krank war. Ne? Oder vor, ja, es ist schon mal 2 Wochen her. Die, die mir ihre E-Mail-Adresse gegeben haben, die wissen, dass das da in Düsseldorf 2-mal die Vorstellung habe ausfallen lassen müssen, das erste Mal in 32 Jahren Rezitatortätigkeit, fiel da mal eine Vorstellung aus, weil ich eine Kehlkopfentzündung hatte, lag im Bett, meine alte Tante ruft mich an und fragt, wie es mir geht. Ich krächze, es geht mir gut, danke, tschüss. Und dann sagt sie noch, ob ich das mitbekommen habe von dem alten Rentner in Koblenz, der da hinterrücks erstochen worden ist. Ich sage, wo soll ich das denn mitbekommen haben? Ja, es hat in der Zeitung gestanden, es ist im Fernsehen gekommen. Ich sage, ja gut, aber was, weshalb fragst du mich das? Sagt sie, weil das ein wahnsinniger Zufall ist. Ich sage, was ist denn ein wahnsinniger Zufall, dass ein alter Rentner in Koblenz erstochen wird, in Hinterrücks? Ja, der wahnsinnige Zufall besteht darin, dass einen Tag vorher kam bei ihr im Kreuzworträtsel Koblenz vor. Ich meine, das ist ein wahnsinniger Zufall. Das muss man einfach anerkennen, aber noch was ganz anderes wie jetzt, dass es da auf einmal dieses Gedicht gibt. Und da heißt es in diesem Gedicht Sprechen und Schweigen, mir steht das Wort ja sowas zu Gebot.
sage ich nur rot. Ich sage rot und jeder sieht die Dinger. Sieht sie und leckt sich seine Finger. Mir ist die Sprache ja sowas von vertraut. Verlobt sich eine Frau, nenne ich sie Braut. Ich nenne sie Braut. Und sofort spüren die Knaben, dies schöne Kind ist vorerst nicht zu haben. Mir fallen Sätze ja so etwas von leicht. Ist was erreicht, sag ich, es ist erreicht. Nur diesen Satz, den Rest kann ich mir schenken. Denn was erreicht ist, kann sich jeder denken. Mir geht das Schweigen ja so etwas von nah. Es gibt mir das Gefühl, ich sei nicht da, sei ausgelöscht, obschon ich da bin, Sie verstehen. Sie können mich gleich nicht mehr hören. Sie können mich nur sehen. Ja. Hoch, verehrtes Publikum, auf Wunsch bleib ich jetzt drei Minuten stumm. Schweigen gab's noch nie. So was Stummes, so was Stilles. Ich hab mir gesagt, ich will es. Und schon schwieg ich wie ein Grab. Ihr seid
Zeuge habt ihr Schweigen unterbrochen, was gesungen, was gesprochen. Nichts da! Ich bin stumm geblieben, ja, so war das, meine Lieben. Nicht nur Minute 1 und 2, nein, die Schwiegerin Minute 3, der hat Stadtglück, der hat Eisern. Ich glaube, ein Eisernschweiger werden wir kaum finden, und zwar Scheiden wird es offenbar. Ruft er auf nimmer Wiedersehen, dann lass ihn frohen Herzens gehen. Sagt er, lebt wohl, so leid's mir tut. Dann sei mal lieber auf der Hut. Tut er nur, ciao, bis dann, dann. Brocken, dann will das Arschloch wiederkommen. Sei Dank, er kommt nicht wieder. Da ist es ja schon wieder, ja. Das ist ein Gedicht, das auch schon etliche Jahre auf dem Buckel hat, aber das schildert eine Begebenheit,
hatte. Naja, und die ihm sehr zu schaffen gemacht hat. Man könnte sie als tragisch bezeichnen, diese Begebenheit. Aber er war bereit, darüber zu schreiben. Und das, finde ich, ist ihm hoch anzurechnen. Dieses Gedicht trägt den Titel Erinnerung an eine Begegnung in Duderstadt. Gab es für Sie jetzt einen wirklich wichtigen Grund zu husten? Oder wollten Sie nur stören? Erinnerung, da ist nichts zu lachen, wenn ich Erinnerung sage. Erinnerung an eine Begegnung. Machst du Grimassen oder was machst du? Jetzt ist Ruhe im Karton! Und dann nochmal! Und Sie da drüben auch. Glauben Sie nicht, dass ich Sie nicht sehen würde? Weil die Scheinwerfer mich vielleicht blenden, denken Sie. Wir sehen uns da draußen ja dann noch. Ne? Meine, es muss doch möglich sein, einmal ein ernsthaftes Gedicht vortragen zu können. Wo sind wir denn hier? Noch lachen Sie. Erinnerung. Ich muss das nicht vortragen. Das Programm ist beendet. Das ist eine Zugabe. Das mache ich aus Freundlichkeit, meine Freizeit hier mit Ihnen zu verbringen. Ist es wirklich gut? Oh, bitte jetzt. Kurz mal konzentrieren, ja? Erinnerungen an eine Begegnung in Duderstadt. Ich wusste, dass da wieder so blöd man ist und mir, die dann wieder bei Duderstadt lachen müssen. Kennen Sie den Ort nicht, Duderstadt? Das ist ein ganz normaler Ort. Duderstadt ist ein Wort. Liegt in der Nähe von Göttingen an der ehemaligen sowjetisch besetzten Zonengrenze. Wieso macht dann der Beruf keinen? Sag den Titel jetzt nicht mehr. Interessante Persönlichkeit. Kurz vom Abkratzen. Ich fange jetzt gleich mit dem Gedicht an. Weil Spaß macht das nicht. Mir nicht. Sie haben die Züge, also geht das Gedicht los, und
Titel sage ich jetzt nicht mehr. Sie haben die Züge dessen, der viel gelitten hat, sagte mir zögernd die Fremde im Bahnhof von Duderstadt. Ja, 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 jetzt haben Sie wieder was Grund zu lachen, wenn wir in der Duderstadt gehört, ne? Ich kann ja nicht, wie ich Ihnen Reinickendorf sage, oder damit Sie das kennen. Sie haben die Züge dessen, der viel gelitten hat, sagte mir zögernd die Fremde im Bahnhof von Reinickendorf. Das klingt doch überhaupt nicht. Mir gehört hier kein Zug. Die Züge, die Sie hier sehen, gehören einem anderen Mann. Sein Vorname lautet schlicht Bundes. Sein Nachname aber ist Bar. Wie schaute die Fremde so zweifelnd? Wie nahte der Zug sich so rot? Wie hob der Beamte die Kelle? Stünd ich noch mal an der Stelle, ich wünschte, er schlüge mich tot. Thank you.
grundsätzliches Gedicht ist. Er sagt dort, ich, der Dichter, lass nur äußerst selten andere Meinungen als meine gelten. Meinung, mein ich, kommt nun mal von mein. Deine Meinung kann nicht meine sein. Meine Meinung, da ist Klang drin. Deine Deinung ist ja blanker Unsinn. Ihr da unten schweigt, du meine Güte. Eure Eurung steckt zu euch in eure Hüte. Lasst uns Freunde bleiben, Freunde. Senkt das Banner. Gernhard irrt. Doch formulieren kann er. Was ich noch zu sagen habe, steht auf einem anderen Blatt. Öffnet es an meinem Grabe, wenn man mich beerdigt hat. Öffnet es nicht früher. Öffnet es erst, wenn ich sterbe. Denn bis dahin